Eine neue Woche mit Brisant beginnt, in der uns eine dramatische Rettungsaktion beschäftigt. Eine Hündin ist 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Hier sehen wir auch schon die Bilder. Nervenaufreibende Stunden waren das für alle Beteiligten. Über diese Geschichte reden wir natürlich ein bisschen später. Und damit begrüße ich Sie zur Sendung heute. Es ist gegen 16 Uhr, als die Menschen in einer Wohngegend in Schleswig-Holstein plötzlich von einem ohrenbetäubenden Knall aufgeschreckt werden. Und so viel ist mal klar. Ein verspäteter Böller war das nicht. Dieses Einfamilienhaus hier ist explodiert. Und zu dieser Zeit waren 5 Menschen in dem Haus. Beschäftigen wir uns heute noch einmal mit Eine chinesische Studentin wird in Sachsen-Anhalt missbraucht und so schwer misshandelt, dass sie an den Folgen stirbt. Und je mehr man über die mutmaßlichen Täter erfährt, desto tiefer werden auch die Abgründe irgendwie. Der Hauptverdächtige ist der Sohn einer Polizistin, er ist kein unbeschriebenes Blatt und soll die Tat geplant haben. Das zumindest behauptet seine mitangeklagte Freundin heute vor Gericht. Ein Fall also, der uns auch noch weiter beschäftigen wird hier bei Brisant. Es ist später Vormittag, als die Polizei in Bremen zu einer Wohnhaussiedlung gerufen wird. Nachbarn bemerken einen heftigen Streit in einer Wohnung. Und als die Beamten eintreffen, ist eine schwangere Frau nicht mehr ansprechbar. Und schnell ist klar, sie wurde attackiert. Wenn man dieses Bild hier sieht, dann werden hier bei uns in Deutschland Erinnerungen an Bad Reichenhallwach, als das Dach einer Eishalle einstürzte und 15 Menschen unter sich begrub. Vor ziemlich genau 11 Jahren war das. Und nun ist so etwas wieder passiert. In Tschechien ist das Dach einer Sporthalle eingebrochen, möglicherweise unter starker Schneelast. Und auch hier hätte es wahrscheinlich viele, viele Tote gegeben, wenn die Sportler nicht sehr schnell reagiert hätten. Zurück nach Deutschland jetzt. Das hier ist Bea. Und Bea schaut deswegen so verschreckt, weil sie wohl die schlimmsten Stunden ihres Lebens hinter sich hat. Und übrigens nicht nur sie, auch ihr Frauchen. Ich sage nur 50 Meter tiefer Sturz. Eine Rettungsaktion, die wohl alle Beteiligten nicht so schnell vergessen werden und nervenzerreißende Stunden. Spielen. Für Natalie Portman, die jetzt übrigens hochschwanger ist und ihr zweites Kind erwartet, war das die Rolle der ehemaligen First Lady Jackie Kennedy, die ihren Mann John F. Kennedy bei einem Attentat verlor. Eine Braut mit einer Sidecut-Frisur, ein Bräutigam mit Totenkopf, Einstecktuch und ein Brautstrauß, der eigentlich gar keiner ist. Ja, das war mal eine ungewöhnliche Adelshochzeit auf Schloss Mainau. Aber genau das mag Diana Gräfin Bernadotte, die nach der standesamtlichen Zeremonie im Sommer jetzt bei einer freien Trauung noch einmal Ja gesagt hat. Stefan Dedeck heißt der Glückliche und mit einem leeren Magen wird die Gräfin wohl nie mehr zu Bett gehen. Stefan ist nämlich Koch. Die erste Adelshochzeit des Jahres, bei der das Protokoll mal so gar keine Rolle spielte. Es gibt so Musiker, liebe Zuschauer, an denen kam man in den 90ern einfach mal nicht vorbei. Und bei diesen Bewegungen wissen wohl die meisten schon Bescheid. Es geht klar um DJ Bobo, der es geschafft hat, etliche Tanzschulen mit solchen Hüftschwüngen hier zu beschäftigen. Das alles seit einem Vierteljahrhundert ungefähr und seine Hits funktionieren auch heute noch. Und vielleicht ist ja auch genau das sein Rezept. Verändere dich, bleib aber immer der gleiche. Und so hört sich DJ Bobo 2017 an. Und jetzt wird es tierisch bei uns. Was verbindet man mit Pferdepostern oder solchen Zeitschriften eigentlich sofort? Junge Mädchen, klar. Spätestens seit Wendy ist diese Faszination einfach mal da. Bei den meisten bleibt es bei der Schwärmerei und irgendwann ist die dann auch weg. Aber es gibt auch Mädchen, die trauen sich auf den Rücken der Pferde. Wie Wendy. Und nach Fernsehserien über Wendy gibt es jetzt auch einen Kinofilm. Jule Herrmann als Hauptdarstellerin hier zusammen mit Jasmin Gerhardt und Benjamin Sattler war gestern ziemlich aufgeregt, denn Wendy, der Film, wurde dem Premierenpublikum in Köln gezeigt. Wie sieht's so aus, liebe Zuschauer? Brauchen Sie vielleicht ein bisschen Zeit?
komplett verändern. Sie müssen nur ein bisschen geduldig sein, denn einen kleinen Haken hat die Sache schon. Also wenn Sie ein bisschen schneller machen, dann wird es vielleicht was mit diesem Traumjob. Das war's von uns jetzt. Ihnen jetzt noch einen ganz zauberhaften Abend und bis morgen, Punkt 17.15 Uhr. Und jetzt am besten dranbleiben und mitraten bei Gefragt, Gejagt. Und wir sehen uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.